Haben wir aber noch einen weiteren Kommentar. Vielleicht können wir den nochmal aufgreifen zum Negativity Bias. Ja, okay. Und zwar schreibt Christoph Blomberg: Ich habe im Gegenteil abgespeichert, dass der Mensch sich die Welt schön blickt und der depressiv veranlagt diese Fähigkeit eben nicht hat. Was sagst du dazu? Ich würde nicht unbedingt sagen wollen, Christoph, dass der Mensch sich die Welt schön blickt. Ich würde eher sagen, also A, natürlich der optimistische Mensch, der hat eine eher, der sieht sich eher die positive Seite an. Ich würde aber schon sagen, dass das etwas ist, was wir uns aneignen müssen. Aber ich glaube, du verwechselst da etwas mit dieser etwas rosaroten Sichtweise unserer eigenen Person. Ne, das wird auch in der Psychologie als Überlegenheitsillusion bezeichnet. Darauf gehe ich heute auch noch ein. Naja, aber zum späteren Zeitpunkt. Das würde ich gerne verschieben. Naja, also bei der Überlegenheitsillusion geht es darum, dass wir selber uns positiver wahrnehmen, als andere dann halt uns wahrnehmen und da nicht so objektiv sind in Bezug auf unsere eigene Person und dass das etwas aber auf der anderen Seite ist, was so ein Schutzfaktor für unsere Psyche ist. Aber nicht die Welt wahrnehmen, das würde ich so jetzt nicht sagen. Also wie gesagt, wenn man sich einen Optimismus angeeignet hat, dann ist es so. Aber nicht vom Grundsatz her. Okay. Ist der Steffen Weinhold mittlerweile da? Ja, er hatte sich angemeldet, aber leider für die falsche Veranstaltung. Ach so, okay. Und ja, Lennart hat ihm gerade noch mal geschrieben. Er hat ja seine E-Mail-Adresse angegeben. Ja, hinterlegt. Aber Ja. ich Ich weiß nicht, glaube. ob der Handballstar reinguckt so schnell in seine Mails. Das weiß ich natürlich auch nicht, ob man das da rein tut. Alles klar, okay. Ja gut, vielleicht Aber kannst du dann ich hab nicht. das immer noch mit einem Auge im Blick. Ich würde dir Okay. Bescheid geben. Okay, dann sag einfach Bescheid. Ja, wenn keine Fragen sind, können wir auch weitermachen. Okay? Boah, Jo. wunderbar. Gut. Auf eine Internetseite möchte ich gerne noch hinweisen. Glück kommt selten allein. Das ist eine Internetseite, die von Eckart von Hirschhausen online gestellt wird, weswegen ich sie interessant finde. Hier kann man sich anmelden für ein 7-wöchiges Online-Glückstraining. Und zwar hat der Eckart von Hirschhausen hier für jede Woche ungefähr 2 bis 3 Übungen dann halt eingestellt zum Thema Lebensglück, vor allen Dingen aus dem Bereich positive Psychologie. Unter anderem auch Übungen, die ich heute Abend auch schon vorgestellt habe. Dankbarkeit beispielsweise, positive Tagesrekonstruktion beziehungsweise Dankbarkeitsbrief oder auch das Thema Meditation. Darauf gehen wir ja gleich nochmal ein. Also auf diese Seite kann ich durchaus empfehlen und ich auch empfehlen, sich da mal anzumelden. Dieses Training ist auch evaluiert worden mit sehr guten Effekten. Ich habe es selber mal gemacht vor, glaube ich, 2 oder 3 Jahren. Ich fand es sehr vergnüglich, mich dort anzumelden, zum einen, zum anderen gibt es da etliche Übungen, die ich heute noch sozusagen in meinen Alltag integriere. So, jetzt müssen wir weitermachen beim Thema Natur. Ja, deswegen auch dieses Naturbild. Und zwar geht es um das Thema Natur als Glücksquelle. Hat für mich auch etwas zu tun mit dem Thema Männer, Natur und Glück. Denn viele Männer, die zu mir kommen, oder haben als Hobby eben Wanderer zu sein, Angler zu sein, Jägerei zu sein, sind ohnehin viel draußen und das hat eben auch viel mit dem Draußensein, mit dem in der Natur sein dann halt zu tun. Was wissen wir aus der Naturpsychologie? Es reicht eine 5-minütigen Aufenthalt, bereits nach 5 Minuten Aufenthalt in der Natur und vor allem Aktivität in der Natur sind wir entspannter. Und haben eben auch ein größeres Wohlbefinden generiert. Natürlich dürfen oder sollen wir uns auch länger in der Natur aufhalten. Aber den größten Zugewinn an Entspannung bzw. gut drauf sein erleben wir in den ersten 5 Minuten. Menschen, die sich in der Natur aufhalten, berichten zumindest zu dem Zeitpunkt auch ein höheres Selbstbewusstsein. Vor allen Dingen, wenn diese Aktivität in der Nähe eines Gewässers ist. Auch das ist in zahlreichen naturpsychologischen Studien belegt. Es spielt auch gar keine Rolle, ob man am Gartenteich eine Aktivität verrichtet, ob man an einem Fluss eine Wanderung absolviert, ob man am Strand Yoga macht oder joggt oder was auch immer, also an einem Meer. Hauptsache dann halt Gewässer. Womit dies zusammenhängt, wissen wir eigentlich gar nicht so genau, ne? Aber wir wissen auf jeden Fall,
dass wir zusätzliche Effekte haben, wenn wir diese Aktivität in der Nähe des Gewässers absolvieren. Womit hängt das Ganze zusammen? Da gibt es einen Begriff, den wir immer wieder lesen, die sogenannte anstrengungslose Aufmerksamkeit. Und zwar gehen wir in der Forschung davon aus, dass unsere Sinnessysteme optimal auf das Sein in der Natur ausgerichtet ist. Dort können wir dann halt, wenn man so will, ohne oder mit nur ganz wenig Anstrengung dann halt aufmerksam sein. Ich glaube, das ist ganz plausibel, wenn ihr euch klar macht, was passiert eigentlich, wenn wir in der Adventszeit in die Fußgängerzone gehen, haben wir es mit zahlreichen Reizen zu tun. Das strengt uns relativ schnell an. Mit weniger Anstrengung haben wir es dann halt zu tun, rein nicht mit fast gar keiner Anstrengung, wenn wir uns dann halt in die Natur begeben. Natürlich spielen auch die Terpene eine Rolle, beispielsweise. Das sind die Gase, die die Bäume dann halt ausströmen. Da wissen wir, dass diese auch dann halt eben so dieses Gefühl der Entspannung befördern auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann halt das Wohlbefinden mit auslösen bzw. mit triggern. So, jetzt sind wir beim Glücksfaktor Meditation. Genau, da möchte ich mal kurz auf die Forschung von Herbert Benson, das ist ein Harvard-Professor, hinweisen. Herbert Benson hat sich diese ganzen Meditationsmethoden, die es da halt auch in spirituellen Traditionen gibt, mal angeschaut. Yoga, Tai Chi, Qigong, Zen-Meditation, transzendentale Meditation und vieles mehr. Und hat versucht herauszudestillieren, also zum einen, wie wirken die überhaupt? Und zum anderen, was ist so der Faktor, der eigentlich diese positiven Effekte befördert? Er hat auch, wenn man so will, ein, ja, wie soll ich es nennen, eine transreligiöse Meditationsmethode dann halt entwickelt, die sich dann halt aktive Entspannungsreaktion dann halt nennt. Aber vor allen Dingen, was hat er herausgefunden? Die wichtigsten Effekte habe ich euch hier mal ausgeführt. Ich lese es mal nicht vor. Das sind vor allen Dingen hier die körperlichen Effekte, die zu generieren sind, zum Teil, zum anderen natürlich eben auch seelische Funktionen, die hier verbessert werden können, Angstzustände, Depressionen könnten gebessert werden. Ich selber bin seit Jahren ein Praktizierender von Meditation und bei mir geht auch kein Patient aus der Therapie, um nicht wenigstens eine einfache Meditationsmethode dann halt gelernt zu haben. Es gibt noch weitere Effekte. Wir wissen, dass Menschen, die regelmäßig meditieren, das muss man aber schon eine Zeit lang gemacht haben, dass wir hier eine höhere Aktivität im linken Stirnhirn vorfinden. Diese Region ist vor allen Dingen dafür zuständig, unangenehme Gefühle im Zaum zu halten. Und wir wissen auch, dass Männer und Frauen, die dann halt über einen längeren Zeitraum meditieren, dass das Ganze für eine heitere, eher gelassene Stimmungslage sorgt. So, und das ist jetzt der Punkt, wo ich ganz gerne dich, Dirk, das hatte ich ja schon gesagt, dazu holen würde. Du bist ja schon vorgestellt worden, auch als Buchautor, so kenne ich dich ja auch oder so habe ich dich ja kennengelernt. Hast ein Buch über Alltagsmystik geschrieben oder auch das letzte Buch, da ging es ja um das keltische Christentum. Sonntags geht Gott angeln, den Titel finde ich immer noch ganz wunderbar. Aber mich würde vor allen Dingen das Thema Mystik heute und in Kombination mit Meditation interessieren. Wenn man auf die Seite von Wikipedia geht, auf die Mystiker-Seite und die Liste der dort ausgeführten Mystiker sich anschaut, dann fällt auf, dass hier die Männer überwiegen. Und das lässt mich dir die Frage stellen, ob Mystik eine Lebensform ist, die Männer mehr anspricht. Also würde mich interessieren, wie du das siehst. Ja. Erstmal vielen Dank für die Einladung zu deinem Vortrag. Ja, könnt ihr mich noch hören? Ist alles prima? Der Sound ist gut. Gut, prima. Mystik jetzt eine Lebensform ist, die Männern besonders liegt, ist natürlich eine schwierige Frage, weil es auch jede Menge Frauen gab in der Mystik, also Teresa von Avila, Hildegard von Bingen, Mechthild von Magdeburg, die haben alle so klangvolle Namen und haben Großes da geleistet, tolle Sachen geschrieben. Ich glaube, dass Männer vielleicht einen stärkeren Drang haben, ihre inneren Erfahrungen aufzuschreiben und sie anderen zu vermitteln. Also nicht im Sinne von lehren oder belehren, sondern eher einfach miteinander teilen. Darf ich da mal eine Frage dazu stellen? Also gut. Dein Hinweis ist, wenn ich dich richtig verstanden habe,
es gibt auch wahrscheinlich genauso viele Mystikerinnen, die haben sich sozusagen nicht so sehr nach außen gebracht. Also so könnte ich mir vorstellen. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass die Situation in Männerklöstern und in Frauenklöstern unterschiedlich war im Mittelalter. Dass da ein anderes Bildungsniveau herrschte, dass den Frauen eher auch eine Rolle nahegelegt wurde, sehr fromm zu sein und sehr still zu sein. Okay. Während Männer sich mehr ausdrücken konnten, auch ausdrücken wollten vielleicht. Und deswegen sind, glaube ich, einfach mehr Schriften von Männern überliefert. Und somit entsteht der Eindruck, dass es mehr männliche Mystiker gibt als Mystikerinnen. Ich möchte mal einen Gedanken einbringen, warum ich denke, dass es eine Lebensform ist, die vielleicht Männer mehr anspricht. Ob das dann mal mehr Männer dazu neigen, dazu weiß ich nicht. Also die Zahlen liegen mir jetzt nicht vor. Mir ist nur anhand der Liste aufgefallen, dass man da halt mehr, dass man dort eben mehr Männer dann halt vorfindet. Wir wissen aus der Männerforschung, wir Männer werden ja auch manchmal als das extremere Geschlecht bezeichnet, ne? Dass wir dann halt auch so einen Hang haben zu etwas extremeren Lebensformen. Und wenn ich mir so manchen Mann anschaue, ne, ob das nun Franz von Assisi ist oder ob das nun Buddha ist, ne, die kamen beide aus sehr reichen Familien und haben eine extrem andere Lebensform dann halt gewählt, habe ich mich gefragt, naja, ne, also vielleicht ist genau das dann halt so ein Männerding. Das war so mein Gedanke dabei. Ja, es gibt ja so gewisse Askeseformen in der Mystik auch, die dann vielleicht, wo Männer vielleicht mehr zu neigen. Ja. Aber ich denke, dass es hauptsächlich daran liegt, dass eben Männer dazu neigen, sich auszudrücken mehr. Also ihre innere Erfahrung nach außen zu bringen, während Frauen das vielleicht eher für sich behalten, bei sich behalten, mehr diese Innerlichkeit leben. Okay. Und Mystik ist natürlich immer erstmal nach innen gerichtet. Das Wort Mystik kommt vom griechischen Myein, die Augen schließen, sich nach innen wenden. Aber in diesem Teilen, was ich gerade angesprochen habe, dass Männer ihre Erfahrung miteinander teilen wollen, sich ausdrücken wollen, da ist natürlich auch diese Außenrichtung dann gegeben. Und da, glaube ich, kann dann Mystik auch sowas sein wie das Erforschen eines unentdeckten Landes. Ja, also diese eigenen unmittelbaren Erfahrungen folgen und vertrauen und da alles bereits Gedachte hinter sich lassen und etwas denken, etwas sagen, was so noch niemals gedacht oder gesagt wurde und ja letztlich auch über das Denken selbst hinauszugehen. Ja. Mhm. Man kann es vielleicht so vergleichen mit ihr kennt bestimmt alle diese berühmte Einleitung der alten Enterprise-Folgen, dahin zu gehen, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Und ich glaube, diese Sehnsucht haben ganz viele Männer. Also diese Sehnsucht, weiße Flecken auf der Landkarte zu entdecken, sich dahin vorzuwagen und sich zu fragen, was ist da, was erwartet mich da? Und dann in spezifisch christlicher Sicht auch, wie sieht meine eigene Beziehung zu Gott aus? Woraus dann natürlich auch die Frage entsteht, wie sieht mein Verhältnis zum Vater aus? Ja, also zu einmal in ganz konkreter Hinsicht, in dieser Familienperspektive, wie sieht mein Verhältnis zu meinem Vater aus? Aber dann auch, wie sieht mein Verhältnis zu diesem Übervater aus, als den das Christentum Gott ja mal dargestellt hat? Ne? Und das ist vielleicht, dieses Verhältnis zum Vater zu klären, das ist vielleicht eine wirklich männliche Sache, die dann auch in so eine Mystik hineingeht und dort versucht, Antworten zu finden und diese Antworten auch wieder auszudrücken und mit anderen zu teilen. Okay. Ein Aspekt, den ich überhaupt gar nicht bedacht hatte, ne, dass es hier auch um das Thema, Väterlichkeit geht. Ja, aber es ist interessieren, so diese Sehnsucht, dieser Forscherdrang auch. Ja, aber das passt wieder, ne? Das passt ja wieder also für mich auch schon wieder zum Thema Mann sein, sozusagen, diesen Forscher dran, dann halt nachzugehen. Und zwar beim Thema Mystik nicht so, wie wir es Männer gewohnt sein, im Außen sozusagen die Welt zu erforschen, sondern in anderen Welten. Ja, sozusagen das innere Land deiner eigenen Seele zu erforschen. Genau. Und da einfach auch diese unentdeckten Flecken zu betreten. Ist das ein Punkt, wo du sagen würdest, das können sozusagen wir Männer so von mystischen Traditionen mitnehmen, so, also auch fürs eigene Glück? Auf jeden Fall, weil ich glaube, dass Mystik und mit der entsprechenden Meditationsmethode oder Meditationstechnik in Verbindung halt dazu führt, dass wir so andere Schichten des eigenen Seins entdecken können, also tiefere Schichten entdecken können, weil diese Erfahrung dieser Stille, in der ich den Raum in mir und um mich herum wirklich wahrnehmen kann,
mir einfach mein Herz öffnet und mir zeigt, dass die Welt größer ist, reicher ist, bunter ist und ja, dass auch in mir mehr lebendig ist, dass ich nicht diese eine Rolle bin, die ich spielen soll oder die ich mich zu spielen entschlossen habe, sondern dass in mir Weite ist, dass in mir vieles Platz hat, vieles nebeneinander existieren darf, Gegensätze existieren dürfen, Fragen und Zweifel erlaubt sind. Und also damit bin ich ganz deiner Meinung. Ich würde da so eine steile Hypothese aufstellen, dass an der Stelle mystische Tradition oder auch Meditation männergerecht ist. Ne, natürlich ist es auch gut für Frauen, würde ich nicht falsch verstehen, ne, darum geht es gar nicht. Ne, aber so diese zwei Sachen, die du genannt hast, so erstmal diese Hinwendung in die Innenwelt, in die inneren Welten, so kann man es dann halt auch sagen, das ist ja etwas, was uns Männer im Alltag schwerfällt. Ne, ja. Also vor 14 Tagen haben wir hier den Buchautor Björn Süfke und Männertherapeuten gehabt, der auch erwähnt hat, so diesen Zugang zum inneren Erleben, zu eigenen Bedürfnissen, zu den Innenwelten fällt uns Männer schwerer, aber genau darum geht es ja in der Mystik, aber auch in der Meditation. Das ist so das eine. Und das zweite, das ist so das, was ich auch für mich selber feststelle, so ich fokussiere mich dann immer auf das Thema Meditation. Für mich ist Meditation auch ein Stück weit ein strukturiertes Nichtstun. Ne? Ja. Also eigentlich mache ich ja nichts. Also das, was Männer schlecht können. Ne? Wir Männer identifizieren uns ja ganz stark als Macher, aber so dieses auch einfach mal das Sein zu lassen. Ne? Einfach mal sich nur hinzusetzen oder hinzulegen und sich darauf zu konzentrieren, was dann mit mir passiert und vor allem das bewertungsfrei war, das bewerten zu lassen. Ne? Alles wahrzunehmen, was sich dann in mir aufploppt. Das ist etwas, was A, wir Männer nicht so gut können, was wir aber B, durch die Hinwendung zu solchen Traditionen lernen können. Genau, also das würde ich auch sagen. Diese Innerlichkeit, was du als erstes erwähnt hast, ich denke, dass das Frauen leichter fällt tatsächlich. Ja. Und dass Männer vielleicht einen Weg brauchen oder jemanden, der sie auf diesen Weg bringt. Ja. Und dann können sie auch diese Erfahrungen machen. Ja. Und sich dabei wirklich selbst entdecken einfach, sozusagen als Nebeneffekt. Ja. Und da wirklich die werden können, die sie wirklich sind. Ja. Und sich mit dem, was sie da entdecken, auch wohlfühlen können. Eigene Unvollkommenheiten akzeptieren können und ja. Der eigenen Erfahrung, den eigenen Weg einfach vertrauen. Ja. Okay, ich habe keine weiteren Fragen, aber ich habe gesehen, Martin, haben sich welche gemeldet. Kann das sein? Ja, ich übergebe jetzt mal an Lennart die Moderation. Ja. Genau, wir haben hier im Chat noch eine Frage reinbekommen, und zwar: Beobachtet man nicht im Allgemeinen einen größeren Darstellungs- und Geltungsdrang bei Männern, insbesondere bei, in Anführungszeichen, wissenschaftlichen Themen? Die Frage habe ich ganz verstanden. Ob bei wissenschaftlichen Themen was mehr gegeben ist? Beobachtet man nicht im Allgemeinen einen größeren Darstellungs- und Geltungsdrang bei Männern? Also ich glaube tatsächlich, dass dann halt wir Männer sicherlich dann halt auch stärkere Statusbedürfnisse haben und uns dann halt auch entsprechend mehr im Außen ein Stück weit auch selbstbewusster präsentieren, dass es eben durchaus gegeben ist. Also die Frage würde ich dann halt mit Ja beantworten. Sicherlich nicht für jeden Mann und für alle Männer, aber so im Durchschnitt würde ich sagen, dass dann halt so dieses Statusstreben, ich messe das auch regelmäßig bei meinen Patienten, wie stark ist das Bedürfnis nach Status. Also geht es nicht darum, das Bedürfnis, einen Porsche zu haben, sondern es geht darum, letztendlich beim Status geht es immer darum, ich möchte beeindrucken. Ne? Und wie stark ist das Bedürfnis, da erlebe ich durchaus geschlechtsspezifische Unterschiede, dass Männer hier ein stärkeres Bedürfnis haben. Also die Frage würde ich eher mit Ja beantworten. Okay. Ich will dich jetzt nicht unter Druck setzen, Johannes, aber so in Stefan Raab-Manier, wir haben doch keine Zeit und wir haben ja noch Bruder Johannes. Okay, dann machen wir weiter. Ist in Ordnung.